Nach unserer sehr intensiven Trainingssession im letzten Part wollen wir jetzt weitermachen und ich hoffe, wir werden endlich mal wieder eingesetzt, denn von den Trainings habe ich jetzt erstmal genug und wir sehen es hier, wir werden tatsächlich am Schlag mal gegen Colorado eingesetzt, es steht 0-0 und nur noch wir sind im Angriff dran, das heißt, wenn wir jetzt hier keinen Totalausfall erleiden, könnten wir unser Team mal wieder zum Sieg führen und das würde mich persönlich dann doch relativ stark freuen. Ja, und ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück zu MLB. Ja. Ja, wir sind mitten im Juli mittlerweile und also jetzt nicht im Spiel, wobei im Spiel glaube ich doch im Juni, aber zumindest in unserer echten Welt im Juli und ich mag den Juli ja ganz besonders, weil ich bin ja ein Juli-Kind. Sehr schön. War nicht so besonders gut geschlagen, aber ja, poor at bat, aber zumindest haben wir eine Base erkämpft, also ja. Besser. Oh, aber zwei aus. Das ist natürlich. Wisst ihr was? Ich versuche mir jetzt hier eine Base zu stehlen. Ich versuche unsere Chancen besser zu machen. Fuck! Fuck! So they can't get that winning run home, and that means we'll have to go a little longer tonight to find a winner. Nine can't decide a winner. We'll move ahead to the 10th. And we still have no score. Ja, es geht in die Verlängerung, weil wir es verbrasselt haben. Ja, ist natürlich doof. Ja, schade. Ich dachte vielleicht, könnte ich mit der Base stehen, aber diese zwei Schritte nach vorne, die waren dann einfach. Ja, die waren einfach zu viel. Da muss man ehrlich sein, ich hätte es bei einem Schritt belassen sollen. Vermutlich hätte ich mir dann sogar die Base holen können, aber naja, man kann nicht alles haben und nicht jedes Spiel kann perfekt sein und wir springen zum nächsten Auftritt. Das Problem ist natürlich, wir kriegen keine Trainingspunkte dadurch und das ist einfach ein Problem, um ehrlich zu sein. Denn wir wollen natürlich unsere Advancement Goals immer erreichen, um unserem Trainer zu zeigen, jo hier, hör mal, wir sind da, wir machen das, was uns aufgetragen ist. Ja, aber es bringt natürlich alles nichts, wenn wir dann immer nur ein Spielzug eingesetzt werden und der geht noch einigermaßen daneben. So with runners at the corners here and two gone, it looks like. Eigentlich, er war so weit aus. Danach zu hechten war so ein bisschen doof. Ich wusste in dem Moment, wo ich den Knopf gedrückt habe, wusste ich schon, das war eine Bullshit-Aktion. Aber in dem Moment habe ich tatsächlich Glück gehabt, dass es als Fehler für den Pitcher gewertet wurde. Ja, drin, drin. Sehr schön. Sehr schön. Well, you started to get a sense that this was coming. They have come roaring all the way back in this game to tie it up in the bottom of the ninth. Unbelievable. Now the skipper's on his way out toward the home plate area and I believe that. Ja, wenn wir nicht alles, wir sehen es nämlich um, wir haben ausgeglichen, das können wir uns mal eben kurz im Replay Vault nochmal anschauen. Denn wir hatten ja, während wir hier am Schlag mal waren, war ja hier die Nummer 41, heißt der Goldberg? Ja, Goldberg. Goldberg, Goldberg. Hat natürlich, während wir losgelaufen sind, konnte er sich hier die Umrundung holen. Sehr schön. Und gleichzeitig haben wir hier einen auf der Second Base, die 84. Wir sind jetzt hier auf der First Base, also relativ gute Ausgangsposition, auch wenn wir natürlich schon zwei Outs haben. Also es darf jetzt nicht mehr so viel daneben gehen. Und das Problem ist auch, ich kann Base stehlen, kann ich komplett vergessen, denn wo
da vorne steht ja einer. Also das bringt in dem Fall also gar nichts. Also müssen wir jetzt uns wirklich hoffen, dass der Better von uns einen einigermaßen guten Job macht. Das sieht momentan ganz gut aus, denn wir sehen hier, der Pitcher hat schon zwei Fehler auf seiner Seite. Ja, das war aber ein Strike. Oh, es war auch ein Fehler. Ja, sehr schön. Noch einen, dann dürfen wir weiterrücken. Das war jetzt aber ein Strike. Ja, das wäre natürlich optimal, wenn wir hier wirklich... ja, wenn er noch einen Fehler macht und wir kommen... Das war auch ein Strike. Jetzt wird es schon kritisch. Jetzt wird es ganz, ganz kritisch. Ja, bringt uns jetzt eh nichts. Also da brauchen wir nicht mehr zurücklaufen, denn das Flyout war das dritte Aus für unser Team. So this game will not end here in the bottom of the ninth as they push across the equalizer and we're right back where we started from. 10th inning coming up and we are tied 2-2. Ja, schade, war eine richtig gute Ausgangslage, in die wir hier gekommen sind. Naja, gucken wir mal, was in der Overtime passiert. Beziehungsweise passiert ist, denn wir sind über der Overtime. Und wenn ich das richtig gesehen habe, wir haben gewonnen. Ryan Howard, strike oppose, he's our top player. Ja, Ryan Howard hat ja scheinbar das Match für uns gewonnen, gleichzeitig Tops Player of the Game gewonnen. Eine Ehre, die uns in der MLB ja mittlerweile schon zweimal zuteil wurde, was mich immer noch extrem freut. Und ja, ganz gute Leistung hier in dem Match, also hätte schlechter sein können. Das Problem ist einfach, wir kriegen so wenig Trainingspunkte, da tut sich, also es wird extrem schwer, die Advancement Goals zu erreichen, selbst wenn das nur jeweils ein Punkt ist. So, und wir springen jetzt direkt ins nächste Match. Wir sind im Startlineup. Ja, scheiß die Wand an, liebe Freunde. Das ist das erste Mal, dass wir von Anfang an spielen dürfen. Wie cool ist das denn? Ich dachte jetzt eigentlich, wir kloppen jetzt hier noch so ein kleines Minispiel rein, wo wir wieder im 8. oder 9. Inning eingesetzt werden. Und jetzt sind wir im Startlineup. Holy moly. Sehr cool. Ja, dann pitchen wir uns mal ein bisschen warm. Betten wir uns mal ein bisschen warm. So, wisst ihr was? Reicht. Reicht. Ich glühe ja fast. MLB The Show has baseball from Citizens Bank Park in Philadelphia. Tonight the opener of a three-game series. Between the central leading Kansas City Royals and the Philadelphia Phillies. And now, your 2014 Philadelphia Phillies! And before we get too much further, here's a look at each manager's starting lineup here for the opener. Ja, immer wenn ich an Philly denke, wo ich ja immer meine, gerne meine Assoziation mit den einzelnen Städten habe. Also San Diego war ja Jurassic Park meine direkte Referenz. Wenn ich an Philly denke, habe ich immer primär den Fresh Prince im Kopf, der ja, Will Smith damals in seiner Rolle als Prinz von Bel-Air, der ja damals immer zurück nach Philly ist in den Ferien. Beziehungsweise am Ende der Staffel und dann immer zurückkam mit den tollen Philly Steak Sandwiches. Ach, verdammt! Drin? Draus. Kein guter Start hier. Aber wir kriegen direkt noch eine Chance. Na komm, gib mir mal was Schönes hier. Den hätte ich schlagen können. Wollte ich aber nicht.
Den wollte ich schlagen und den habe ich geschlagen und der ist gut. Ja. It's a nice. Okay, at bat. Yeah, he hit a good pitch there. This thing's toward the outside part of the plate, but he stays with it all the way. Uses the big part of the field and gets himself a base hit. Ja, das ist alles, was zählt. Wir haben uns hier schön den Hit geholt. Jetzt gucken wir mal. Und wisst ihr was? Ich habe Bock darauf, mir hier eine Base zu stehlen. Drin. Oh, nicht drin. Verdammt. One hit in the inning, but that gets the rain. Gut. Soviel zu bestehen zur Base. Ja, Ball. So was schlage ich doch gar nicht erst. Oh, das, der drin werde ich jetzt aber nicht gedacht. Der sah mir zu hoch aus. Ja, der war auf jeden Fall zu niedrig. Nee. Schade. Schade, war eigentlich ganz gut getroffen, aber das bringt natürlich nichts. Oh, jetzt sind wir in der Verteidigung mal wieder auf dem Feld. Oh, und endlich wieder in unserer... Warte mal, sind wir hier? Ja. Endlich wieder in gewohnter Position als Shortstop. Das hat aber jetzt lang gedauert. Wenn ihr euch erinnert, wir waren ja im Left Field, wo ich ja komplett versagt habe. Oh Mist. Ach verdammt, ich habe diesen Indikator noch. Ihr habt es gerade gesehen. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe den noch nicht umgestellt. Denn bisher habe ich es ja so gemacht, dass ich auf Tastendruck werfe. Es gibt aber so einen Advanced-Indikator, wo man in einem grünen Bereich werfen muss. Damit der Ball eine gewisse Stärke hat, was ja einigermaßen Sinn macht. Nur das Problem ist einfach, dass ich mich mit dem System noch gar nicht auseinandergesetzt habe und da jetzt auch nicht mehr dran gedacht habe, dass das umgestellt war. Ich musste in die Option einfach nochmal gehen und das wieder zurück zum alten System stellen, denn oder wir bleiben dabei und ich muss mich dran gewöhnen, ist aber die Frage, dann ist wahrscheinlich meine Defensivleistung in den nächsten Spielen deutlich schlechter. Ja, und wenn wir uns das mal angucken, obwohl wir eigentlich, ja, das Problem ist, wir hätten in diesem Spiel 10 Punkte gemacht, aber wir haben minus 10 Punkte dazu bekommen, weil wir dabei erwischt wurden, wir versucht haben, eine Base zu stehlen. Doof. Also 0 Punkte und ja, das bringt uns im Training jetzt nicht so viel weiter. Können wir da überhaupt schon, ich muss mal gerade gucken, Durability 50 auf 51... Das müsste das sein. Ja, Durability 50. Ja, wir müssen mindestens 40 Punkte erstmal haben, um überhaupt... Quatsch, ey. Na gut, ich werde jetzt speichern und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ciao.